Lüderitz in Namibia. Rund 12.000 Menschen leben in der Hafenstadt, die ganz im Süden Afrikas liegt und als deutsche Kolonie nach dem Bremer Kaufmann Adolf Lüderitz benannt ist. Zumindest offiziell. Inoffiziell liegt die Zahl in dem auch Lüderitzbucht genannten Fischerort deutlich höher. Schätzungsweise 20.000 Buchter, wie sich die Einwohner selber nennen, wohnen hier, eher schlecht als recht, in Wellblechhütten inmitten einer kargen Landschaft. Die Fischereiindustrie wirft schon lange nichts mehr ab, ebenso wenig wie die Förderung von Rohdiamanten, sodass die Arbeitslosigkeit bei brutalen 60% liegt. Und ausgerechnet diesen bettelarmen Ort wählten jetzt 6 Bocholter für einen Urlaub. Tja, dann darf man sich auch nicht wundern. Da ist eigentlich nichts grün, außer dem Rasen auf dem Fußballplatz und vor dem Hotel. Ich habe 2 grüne Flächen gesehen da. Es ist also nicht möglich, irgendwo einen kleinen Nutzgarten zu halten oder selbst was anzupflanzen. Alles wird importiert, alles kommt aus der Ferne. Und die Arbeitslosigkeit ist sehr groß. Denn die Diamantenindustrie hat es im Moment auch schwer. Und bei der Fischerei ist das ähnlich. Also Fischerei und Diamanten sind die Hauptarbeitgeber in Lüderitz, der Rest vielleicht Tourismus. Ansonsten gibt es da wenig. Mittelstand, wie wir den kennen, gibt es eigentlich gar nicht. Dennoch, beim Videoabend, ein paar Tage nach ihrer Rückkehr, geraten Rudolf Schmeink und Horst Heiber in Schwärmen. Denn nicht um die Landschaft ging es ihnen, sondern um die Menschen. Die nämlich waren trotz scheinbarer Perspektivlosigkeit und gesundheitlich kaum zu ertragener Zustände fröhlich und vor allem dankbar. Denn die Bocholter waren nicht zum ersten Mal in Lüderitz. Und es ist auch kein Zufall, dass die Bäckerei der Dias Primary School genauso heißt wie einer der wackeren Bocholter, Alois Eiting. Wie die anderen war auch er vor gut 4 Jahren schon einmal hier, als die Bocholter Rotarier von Rotary International den Auftrag bekamen, hier eine Bäckerei zu bauen. Die Anfangsfinanzierung sah ursprünglich vor, dass wir das Gebäude nicht zahlen und die Rotarier vor Ort über einen längeren Weg sich selbst um die Finanzierung des Gebäudes kümmern sollten. Denn eigentlich finanziert Rotary international über sogenannte Matching Grant Projekte kein Gebäude, sondern nur Innenleben und anderes. Und da war es so, und das sind wir besonders stolz drauf, dass wir aus dem eigenen Club jemanden hatten mit Alois Eiting, der von vornherein begeistert war von unserer Idee, dort diese Bäckerei zu errichten. Und er hatte seinerzeit zu seiner Verabschiedung als Bankdirektor dazu aufgerufen, zu spenden für diese Bäckerei. Und dabei ist so viel rausgekommen, dass wir auch das Gebäude finanzieren konnten. Und es war für uns Anlass genug, die dann auch Alois Eiting Bakery zu nennen. Zur Ausstattung der Öfen, die dort unten nicht günstig sind, denn sie mussten über 2.500 Kilometer aus Südafrika angeliefert werden, hatten wir auch Unterstützung von Rotary Clubs aus Frankreich, Belgien und England. Ursprünglich war die Idee, dass Eltern das Brot backen auf freiwilliger Basis, aber das hat nicht ganz so gut geklappt. Und dann ist es der Schulleitung gelungen, ohne dass zwischenzeitlich irgendeine Unterbrechung war, Reinigungskräfte im Stellenplan umgewidmet zu bekommen, und die backen jetzt morgens ab 5 Uhr das Brot. Das heißt, die ganze Aktion wird auch von der lokalen Schulverwaltung unterstützt, und wir haben bisher keine irgendwie gearteten Nachschüsse tätigen müssen. Also die sind mit dem Geld ausgekommen. Durch Spendenaufrufe und Sammelaktionen in Bocholt kamen rund 50.000 Euro zusammen, sodass hier schon 2010 für die knapp 1.000 Schüler der Dias Primary School das dringend benötigte Brot gebacken werden konnte. Gut ein Viertel der Kinder, darunter viele AIDS-Weise, gelten als dringend hilfebedürftig. Für sie bietet das selbstgebackene Brot mehr als nur einen vollen Magen, sondern auch Zukunftsperspektive. Zwei junge Damen hier aus Borken und Coesfeld, die in Namibia ihre Bachelorarbeit über dieses Thema geschrieben haben, die haben wissenschaftlich untersucht, wie sich der Notenschnitt verändert hat. Im Ergebnis kann man sagen, dass durch die Speisung, die da vorgenommen wurde, der Notenschnitt sich circa um 10% verbessert hat. Denn nur wer satt ist, kann auch konzentriert zuhören. Mit hungrigen Magen lernt es sich nicht gut.
Und diese Beziehung wurde deutlich herausgestellt und auch nachgewiesen. So fröhlich zu tanzen, auch das geht wohl kaum mit einem leeren Magen. Damit aber nicht genug für die Bocholter, denn auch in diesem Jahr kamen sie nicht mit leeren Händen. Im Gegenteil, einen ganzen Container voller Spielzeug und Möbel bescherten sie den Kindern des Rainbow-Kindergartens, der im Norden von Lüderitz liegt. Der hatte ein überhaupt nicht mehr bewohnbares Haus. Und da ist mit einem lokalen Unternehmen und dessen Sozialfonds ein Gebäude neu errichtet worden. Der Sozialfonds hat natürlich auch nur begrenzte Mittel. Und da haben die Rotarier aus Lüderitz bei uns angefragt, ob wir noch mal was tun können. Da die Bäckerei guten Eindruck machte im Betrieb der ersten zwei Jahre, haben wir gesagt, das kriegen wir hin. Und dann ergab sich die Möglichkeit, mit der Organisation Jugend und Soziale Arbeit der Stadt Bocholt einen Kindergarten zu entrümpeln, der renoviert wurde. Und da wären normalerweise die Spielsachen, die Einrichtungsgegenstände, Möbel, Tische, Stühle, alles mehr oder weniger auf den Schrott gegangen. Und wir sind mit 10, 12 Rotariern dort angerückt und haben alles ausgebaut, was man ausbauen konnte, alles mitgenommen, was uns einigermaßen Sinn machte. Dann haben wir aus unseren Spendengeldern, aus der Benefiz-Konzertveranstaltung und der Weihnachtstombola, haben wir dann Matratzen und Essgeschirr und Essbesteck dazugekauft. Bei Rudolf Schmeink haben wir das alles in einen Container gepackt. Das war so eine richtige Hands-on-Aktion der Rotarier mit Hammer und Zange. Und dann ist der Container nach Lüderitz gegangen und selbst die vielleicht 15 Jahre alte Küche, die nicht mehr so toll aussah, die sieht dort unten vor Ort mit einer neuen Arbeitsplatte aus wie frisch gekauft. Und der Kindergarten hat 3 Gruppen mit auch etwa 60 Kindern. Aber ganz so kinderleicht war der Transport dann doch nicht. Denn in Namibia gelten andere Spielregeln als bei uns. Obwohl Namibia der jüngste Staat Afrikas ist und auch als Vorzeige Demokratie für afrikanische Verhältnisse gilt, ist auch die Korruption und andere Dinge in Namibia weit verbreitet. So kam es auch da, wie in vielen anderen Fällen auch, dass unser Container im Hafen festsaß und urplötzlich wurde ein zusätzlicher Zoll verlangt, von dem keiner was wissen konnte. Es war aber nicht so, dass unsere Freunde vor Ort, die relativ gute Kontakte haben, einfach nach mehr Geld gefragt haben, sondern wir haben das ausgesessen und über Beziehungen und sicherlich auch, weil schon bekannt war, auch über das landesweite Fernsehen und ein bisschen in Regierungskreise, dass die Bäckerei gut funktioniert, ist es dann gelungen, diesen Container dort auch loszueisen. Umso größer die Freude bei den Kindern, die dann auf original Bocholter Tischen malten oder mit Duplos kleine Häuser bauten. Letzteres machten dann auch wieder die Bocholter selber, weiter im Süden von Lüderitz. Auch hier nämlich braucht eine andere Kindergruppe dringend ihre Hilfe. Das ist eine seit etwa 10 Jahren bestehende Vorschule, wo eine lokale Frau, die sich um Kinder kümmerte, gesagt hat, wir müssen was für die Kinder tun, weil die sonst durch die Gegend schreuen. Und dort sind um die 80 Kinder bisher in Betreuung, sodass die Mütter eine Möglichkeit haben, arbeiten zu gehen. Da wird Schulgeld gezahlt, aber das rechnet sich gegen das zusätzliche Einkommen der Familie. Und die werden jetzt eine Erweiterung bekommen oder bekommen die Erweiterung auf etwa 100 bis 110 Kindergartenplätze oder Vorschulplätze. Natürlich nicht ohne eine geeignete Unterkunft. Die bisherige nämlich war in jeglicher Hinsicht alles andere als sicher. Auch dazu muss man sagen, dass es aufgrund der Tatsache, dass es unser drittes Projekt ist und aufgrund des guten Fortschritts der vorherigen Projekte, es den Rotariern vor Ort gelungen ist, den Stadtrat davon zu überzeugen, dass dieses Gebäude, was bisher auf dem Niemandsland stand, erstmal gewidmet wurde, sodass wir auch verlässlich sagen können, es wird weiter betrieben und die eigentumsrechtlichen Verhältnisse sind geklärt. Es war ein bisschen mehr als eine Garage, vielleicht 60 Quadratmeter, deren Fläche wir jetzt etwa verdreifachen. Vorher war es ein Klassenraum mit circa 80 Kindern im Vorschulalter und keine sanitären Anlagen. Das Ganze wird jetzt erweitert um Toilettenanlagen und um weitere Klassenräume.
Und dieses Gebäude haben wir auch, weil Rotary International uns dabei nicht unterstützt, aus Eigenmitteln des Rotary Clubs Bocholt selbst finanziert. Insgesamt sammelten die Bocholter Rotarier rund 100.000 Euro für die drei Projekte. Angesichts der dortigen bitteren Armut scheint das aber eher wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir sind ja jetzt mehrmals dort gewesen in den letzten Jahren und da kriegt man dann schon die Frage gestellt, macht das überhaupt Sinn, in Lüderitz zu helfen bei der Situation kalter Atlantik? Steinküste und anschließend die Namibwüste und die Industrie mit den Diamanten ist verschwunden. Es wird auf dem Kontinentalschelf gefördert, aber die Perspektive für Lüderitz ist die Hafensituation, die dort einmalig ist und die Bahnstrecke, die schon vor 100 Jahren gebaut wurde vom Landesinneren an die Küste, die wird wieder reaktiviert. Wir haben den ersten Zug gesehen und wir haben auch die Projektarbeiten gesehen für die Entwicklung eines Tiefseehafens dort. Und das ist wirklich eine Chance, die für Lüderitz dort real gegeben ist. Und darüber hinaus, das alte Kraftwerk aus der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, das ist jetzt entkernt worden. Da kommt ein Hotel und eine Berufsschule rein. Alte, verkommene Gebäude gegenüber sind abgerissen worden. Also es ist Bewegung dort und das macht uns zuversichtlich. Und wenn wir nur wenige 100 Jugendliche dort unterstützen können, aber die hinterher einen vernünftigen Lebensweg nehmen, dann haben wir eigentlich schon gewonnen, weil das sind unsere Multiplikatoren. Bald schon wird auch das dritte Projekt für Kids in Lüderitz abgeschlossen sein. Doch was dann? Zumindest steht schon mal fest, die Bocholter Rotarier wollen auch weiterhin in Lüderitz helfen. Sicherlich haben wir eine kleine Tendenz vorgegeben, dadurch, dass wir unser gesamtes Projekt, was ja zurzeit aus drei Stationen besteht, Kids in Lüderitz nennen. Bisher hat sich unsere Hilfe im Wesentlichen immer auf die Kinder bezogen. Es mag sein, dass das so bleibt, wir im Bereich von Kindern noch was tun. Es kann aber auch sein, dass wir das Ganze noch erweitern um technische Hilfe. Es gibt da durchaus gute Ansätze, vielleicht auch infrastrukturell etwas zu lösen. Es gibt zum Beispiel Vororte, wo die Sanitäranlagen überhaupt nicht in Ordnung sind. Und ähnlich wie auf einem großen Campingplatz müssen dann Frauen abends in ein gemeinsames Waschhaus und da kommen dann die Themen zusammen mit Alkohol, Vergewaltigung und so weiter. Das sind also die Gegenden, wo man sie abends nicht aufhalten soll. Da gibt es Ideen, infrastrukturell vielleicht einzugreifen, aber wir müssen natürlich auch sehen, wie das Ganze zu finanzieren ist. Da braucht der kleine Rotary Club Bocholt dann wieder größere Hilfe. Aber Ideen gibt es reichlich, denn es gibt halt sehr viel zu tun vor Ort. Wenn man da ist, kann man sehen, dass es an jeder Ecke sich lohnt, sich einzusetzen. Ob als Rotarier vor Ort am Horn von Afrika oder als Bocholter zu Hause mit einer kleinen Spende. Wer wissen möchte, wie man mit wenig Geld viel erreichen kann, informiert sich am besten unter rotary-bocholt.de. Denn Möglichkeiten für Lüderitz mit anzupacken gibt's schließlich genug.